Servus zusammen. Heute mal wieder hier aus den Augebieten an der Donau. Ich habe schon seit längerer Zeit hier so eine Stelle im Kopf, wo ich mal ausgiebig fotografieren möchte. Das ist so ein Platz mitten im Wald, der von frisch nachgewachsenen, vormals abgeschnittenen Bäumen umgeben ist, wo aber in der Mitte durchaus etwas Raum ist für kreative Entfaltung. Ich wollte dort schon einmal fotografieren, habe auch schon einmal ein Video dazu gemacht. Damals stand dieser Platz allerdings unter Wasser. Jetzt hat es nicht so viel geregnet in der letzten Zeit und ich hoffe, dass dieser Platz jetzt frei ist. Und den möchte ich mir heute gemeinsam mit euch ansehen und würde mich sehr freuen, wenn ihr mich dabei begleitet. Ja Leute, hier bin ich nun an diesem Platz angekommen. Die Kamera, mit der ich jetzt filme, befindet sich ebenfalls mitten unter solchen Baumstümpfen. Und hier wurde eben vor einigen Jahren wurden diese ganzen Bäume mal gerodet und abgeschnitten. Und das sieht man auch hier noch sehr deutlich. Aber der Auwald holt sich seine Hoheit wieder zurück und hier wächst eben alles raus. Bevor ich jetzt mit dem Video fortfahre, möchte ich mich aber bedanken. Wie ihr sehen könnt, habe ich Handschuhe an. Und diese Handschuhe habe ich vom Heinz Erich aus Suderburg geschickt bekommen. Der hat sich die gekauft, dem waren sie allerdings etwas zu groß. Hat sie mir dankenswerterweise geschickt und auch geschenkt. Lieber Heinz Erich, danke dafür. Ich muss sagen, ich teste sie schon. Ich bediene auch heute ganz bewusst bisher alles mit den Handschuhen und bisher funktioniert das sehr gut. Sind von der Firma Coop, eine Firma aus Fuschl bei Salzburg. Ganz interessant, sehr, sehr schön, sehr, sehr wertig. Herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank auch dem Erich aus Salzburg. Der hat mir eine DVD geschickt von einem Videoprojekt, das er mal gemacht hat, vom Korn zum Brot, glaube ich, heißt das, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. Lieber Erich, auch dafür herzlichen Dank. Soll jetzt keine Aufforderung sein, mir Geschenke zu schicken. Ich habe mir nur gedacht, wenn es mal passiert, so wie jetzt eben, dann möchte ich mich auch in sehr, sehr öffentlicher Form hier in meinen Videos dafür bedanken. Also danke dafür. Ich nutze sie, sie sind bisher sehr hervorragend und lieber Erich, lieber Heinz Erich, herzlichen Dank für eure kleinen Geschenke. So, jetzt gehen wir aber weiter mit unserem Video. Also ihr könnt hier diese Baumgruppen sehen und die sind hier rund um mich verteilt. Und was ich heute hier machen möchte, ist mir wirklich Zeit nehmen, um diesen Platz fotografisch zu erarbeiten. Das heißt, ich werde ein bisschen Detailfotografie machen, ich werde versuchen, die Bäume irgendwie in meinen Bildern so zu arrangieren, dass ich ein interessantes Bild daraus bekomme. Vielleicht auch ein bisschen in die abstrakte Richtung. Die Herausforderung dabei ist, dieses unzählige Gestrüpp, wer das hier so herumsteht. Und das möchte ich eben versuchen, so weit wie möglich zu reduzieren. Mit haben an Equipment tue ich lediglich meine Z6 mit dem 2470. Das heißt, ich bin wirklich auf dieses eine Objektiv angewiesen. Und was ich aber auch noch mit habe, ist die eine oder andere Lichtquelle, um vielleicht den ein oder anderen Baum ein bisschen mit Licht aufzuhübschen oder vielleicht ein bisschen Backlight von hinten auf den Baum zu geben, um irgendwie ein bisschen Lichtspannung ins Bild zu bekommen. Denn, was man sieht, ich glaube, das kann man auch im Video sehr gut erkennen, total Hochnebel. Das heißt, das Wetter ist sehr, sehr trüb. Das Wetter ist sehr, also das Licht ist absolut spannungslos. Wäre interessant, heute hier Porträts zu shooten, aber ich porträtiere heute diese Baumstümpfe. So, und jetzt werde ich mal versuchen, mir einen ersten Bildaufbau zu suchen und
eine erste Bildkomposition zu gestalten. Und das gehen wir jetzt einfach gemeinsam an. Jetzt noch mal kurz zum Bildaufbau selber. Ist dieselbe Position, wo ich zuerst gestanden bin. Das heißt, ich war da vorne an dem Baum. Und ich möchte hier jetzt einfach mal die ganze Szene ein bisschen einfangen. Was mir einfach gefällt, sind diese abgeschnittenen Bäume, die eben neu aus den Baumstümpfen heraus zu wachsen beginnen. Und davor diese moosbewachsenen, abgebrochenen und vor sich hin modernden Baumstämme. Das möchte ich jetzt mal hier als Gesamtszene so reinpacken. Und das wird jetzt auch mein erstes Bild. Ich habe jetzt hier diese umgestürzten, vor sich hin modernden, moosbewachsenen Baumstämme und da hinten habe ich eben meine noch halbwegs lebendigen Bäume. Und was ich hier jetzt machen möchte, ist, ich möchte diese Baumstämme hier, vor allem diesen einen, so als Führungslinie, als Blickfänger in Richtung Baum da hinten mit reinnehmen. Ebenso diesen hier, aber was jetzt hier natürlich das Erste ist, was auffällt, ist das ganze Gestrüpp, das hier herumliegt. Und deswegen ist es hier jetzt angebracht, den Fotospot vorher etwas aufzuräumen. Das heißt, ich werde jetzt hier versuchen, die herumliegenden störenden Äste so gut es geht zu entfernen. So, aufgeräumt. Jetzt sieht das Ganze schon etwas besser aus. Und jetzt habe ich eben hier das, was ich fotografieren will, freigemacht. Das heißt, ich habe hier diese abgestorbenen Bäume. Was mir auch noch hier gut gefällt, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ich denke schon, da hinten oben wächst so ein Farn aus diesem Baum heraus. Und den finde ich auch sehr interessant und spannend. Ich werde jetzt mal ein Bild hier im Weitwinkelformat machen, das heißt, ich nehme das Ganze etwas dazu, wahrscheinlich auch wieder verschiedene Belichtungen machen und dann schaue ich mir im nächsten Schritt an, wie ich diesen Farn mit den Baumstämmen hier im Vordergrund interessant ablichten kann. Ich glaube aber, wenn ich da näher ranzoome, muss ich auch da hinten am Baum noch ein bisschen Aufräumarbeiten machen. Also meinen Vordergrund habe ich jetzt hier aufgeräumt und weil es in einem der letzten Videos andiskutiert wurde. Ihr wisst ja, ich habe jetzt einige Videos gemacht, wo ich durchaus auch das Thema Focus Stacking behandelt habe. Für alle, die nicht wissen, was Focus Stacking ist, ist nichts anderes als wie, ich stelle meine Kamera fix auf ein Stativ, schaue, dass sich die Kamera praktisch in ihrer Position und im Bildausschnitt nicht verändert und dann mache ich bei einem Bild, wo ich eine relativ große Tiefe habe, so wie hier. Ich habe hier vorne die Baumstämme und hier hinten diesen Farn. Und ich möchte das aber alles im Schärfebereich haben. Das werde ich mit einer selbst ganz geschlossenen Blende nicht schaffen. Ja? Und darum gibt es das Fokus-Stacking, was nichts anderes heißt, als wie ich fokussiere auf verschiedene Punkte auf dieser Schärfenebene und füge diese Bilder dann später in Photoshop zusammen. Das heißt, in diesem Fall werde ich 4-5 so Fokuspunkte mir aussuchen. Aus diesen 4-5 Bildern wird in Photoshop dann aus den schärfsten Sequenzen der einzelnen Bilder ein Gesamtbild zusammengerechnet. Soweit mal zum Fokus-Stacking. Jetzt kam aber in einem der letzten Videos in den Kommentaren unten vor, wäre doch interessant, Fokus-Stacking in Verbindung mit einer Belichtungsreihe zu machen. Und da war durchaus auch so aber darüber haben sich manche noch nicht getraut. Das heißt, das trauen sie sich noch nicht zu. Deswegen habe ich mir gedacht, wir probieren das jetzt einfach aus. Für mich heißt das nichts anderes, als ich mache eine HDR-Aufnahme. Und zwar eine gesteckte HDR-Aufnahme. So, wie mache ich das?
Also wie würde ich jetzt hier vorgehen? Ich sage es ganz offen, ich habe es noch nie probiert, aber ich habe mir überlegt, wie ich es machen würde und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das so funktioniert. Ich stelle auf manuellen Betrieb bei meiner Kamera eine fixe Belichtungszeit und eine fixe Blende ein. Dann mache ich von vorne bis hinten eine fertig gesteckte Aufnahme. So, und ich merke mir die Fokuspunkte, wo ich hinfokussiert habe. Im nächsten Schritt mache ich dasselbe noch einmal, verstelle aber die Belichtungszeit an der Kamera. Die Blende lasse ich unberührt. Das heißt, ich blende dann beispielsweise um eine Blende unter. Das heißt, ich halbiere meine Belichtungszeit und dann mache ich wieder auf dieselben Punkte meine Belichtungen, selben Fokuspunkte. Das, denke ich mir, ist ganz wichtig. Dann werde ich eine Blendenstufe überblenden. Das heißt, ich verdopple zur ursprünglichen Belichtungszeit meine Belichtungszeit und mache eben dann wieder auf dieselben Fokuspunkte meine Belichtungen. So, das führt jetzt, nehmen wir mal an, ich mache vier Punkte, das heißt mit einer Reihe, mit einer durchgehenden gleichbleibenden Belichtung habe ich dann vier Bilder. Jetzt mache ich das einmal unterbelichtet, habe ich acht Bilder und einmal überbelichtet, also ich mache es nicht, weil ich unterbelichtet bin, hoffe ich. Und einmal überbelichtet habe ich 12 Bilder. Das heißt, 3 mal 4 Bilder. Und jetzt gilt es dann, diese Bilder im Nachhinein in der Bildbearbeitung zusammenzuführen. Wie würde ich das wieder machen? Nun, ich würde in Lightroom hergehen, die ersten 4 Bilder nehmen, dieselbe Bearbeitung drüberlegen, in Photoshop geben, durch Focus Stacking ein Bild daraus machen, speichere ich ab, habe ich wieder in Lightroom eine Datei, eine DNG oder ein RAW-Format-Datei, eine Datei. Dasselbe wiederhole ich mit den anderen Belichtungsstufen. Und wenn ich das dann dreimal gemacht habe, habe ich wieder 3 Bilder fokusgesteckt, aber in unterschiedlichen Belichtungsstufen. Und mit diesen 3 Bildern mache ich nichts anderes, als wie diese 3 Bilder zu einer HDR-Aufnahme zusammenzufügen. Ich habe es noch nicht probiert. Ich möchte es jetzt gemeinsam mit euch probieren. Und ja, die Ergebnisse werden wir sehen. Mal überlegen, vielleicht mache ich auch ein Video dazu, in dem ich dann die Bearbeitung zeige, wie ich das gemacht habe. Mein Problem ist momentan, dass OBS, also Apple hat ein neues Betriebssystem entwickelt, das ist Catalina, und seitdem ich das installiert habe, funktioniert OBS nicht mehr. Das heißt, OBS ist das Bildschirmaufnahmeprogramm, das ich nehme. Die Alternative bei Apple wäre QuickTime. Ich sage es ganz offen, funktioniert zu 50% nicht. Also hier leichte Kritik, aber auch OBS hätte wesentlich früher darauf reagieren müssen, dass hier ein neues Betriebssystem kommt. Apple hat es lange genug vorher angekündigt. Auf jeden Fall, OBS ist noch nicht so weit. Ich hoffe, dass sich das bald gibt und sobald ich wieder Videoaufnahmen oder Aufnahmen vom Bildschirm machen kann, hole ich dann gerne ein Video nach, wo ich eben dann diese Bearbeitung in Lightroom und in Photoshop zeige. Falls jemand von euch eine Alternative zu OBS hat, die kann von mir aus auch ein bisschen was kosten, muss nicht kostenlos sein, die auf Apple wirklich auch unter Catalina einwandfrei funktioniert, bitte schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin am Suchen und so viel gesucht habe ich noch nicht, aber wenn ich mir die Suche verkürzen kann, auch kein Fehler. So, ihr habt gesehen, mir ist jetzt durch das Zusammenräumen und durch das Herumgewusel hier durchaus auch schon etwas warm geworden. Jetzt mache ich meine Bilder. Ich möchte euch jetzt hier noch schnell an der Kamera zeigen, wie ich vorgehe, damit ich dann bei diesen 3 verschiedenen Belichtungsreihen oder Fokus-Stacking-Reihen auch immer denselben Fokuspunkt finde. So, es wird wieder ein bisschen spiegeln, aber so, ihr könnt, wenn es scharf wird, hier wo F11 steht, ist mein rotes Kästchen. Hier fokussiere ich als erstes und was ich dann mache, ist einfach, ich bleibe auf dieser Linie. Das heißt, ich bewege meinen Fokuspunkt nicht links und rechts, sondern ich mache jetzt hier mein erstes Bild. Dann gehe ich 1, 2, das war schon zu viel, so, 1, 2, 3 Schritte rauf, mache hier meine nächste Belichtung, also fokussiere auf diesen Punkt. Dann gehe ich wieder 1, 2, 3, war wieder 1 zu viel. Ist nicht so einfach, wenn man parallel filmt und das macht. Fokussiere auf diesen Punkt und mache meine Bilder. Und dann 1, 2, 3.
Jetzt bin ich hier hinten bei meinem Fahren und hier mache ich dann noch einmal meine Belichtung oder meine Bilder. Das heißt, ich habe jetzt hier dann 4 Punkte gemacht, dann gehe ich wieder zurück. Ich bleibe immer auf derselben Linie, das heißt links und rechts bewege ich mich nicht. Gehe wieder ganz runter an den Anfang dieses Baumstamms und dann gehe ich her und die Blende lasse ich unberührt, so Blende 11. Und jetzt verdopple ich oder halbiere ich meine Belichtungszeit. Das heißt, jetzt mache ich mal meine überbelichtete Aufnahme. Sieht jetzt hier auf dem Video ein bisschen greller aus, als es tatsächlich ist. Und mache wieder von unten nach oben meine 4 Belichtungen. Und dann gehe ich eben wieder auf meine Ausgangsbelichtungszeit. Das war ein Fünftel. Und die verdopple ich jetzt, beziehungsweise halbiere ich jetzt. Und gehe auf ein Zehntel und dann bin ich eben unterbelichtet. Also nicht ich, das Bild. Nächster Bildaufbau. Jetzt bin ich ein bisschen mehr in die Bodenperspektive gegangen und habe da hinten noch, also ihr könnt eben jetzt hier, den ich hier in die Mitte wandern lasse, diesen Farn, der da rauswächst aus dem Baum. Dort habe ich noch ein bisschen aufgeräumt und störende Äste, soweit es ging, entfernt. Und ich bin jetzt auch wesentlich näher dran. Ich bin jetzt ungefähr auf 40 mm. Und bin eben hier, kann mir jetzt eben hier so meinen Bildausschnitt suchen. Ich werde jetzt mal verschiedene Bilder probieren, das heißt wieder meinen moosbewachsenen Baum hier als Führungslinie rein, aber eben schon den Farn da hinten im linken oberen Dritteleck positionieren, um ihn dann auch entsprechend zur Geltung zu bringen. Was ich jetzt noch nicht sicher weiß, deswegen mache ich auch mehrere Aufnahmen, ist, wie es wirkt, wenn ich den Baum hier rechts noch mit reinnehme. Dann könnt ihr sehen, kommt rechts unten aus der Ecke jetzt der Baum, führt eigentlich hin zum Fahren, aber ich habe trotzdem relativ einen ausgewogenen Hintergrund dann dabei. Wenn ich das nämlich so mache, dann habe ich links hier drüben habe ich eben diesen Leerraum, der mir eigentlich nutzlos erscheint, und rechts habe ich dann eben diesen angeschnittenen Baum hier, und das gefällt mir so nicht so ganz. Natürlich gibt es auch immer Mittellösungen, aber ich denke mal, wenn ich es so mache, rutscht mir allerdings dann der Farn fast etwas zu weit raus ins Bild oder links oben zu weit raus aus dem Bild, und da ich solche Bilder, ich kann es nicht oft genug erwähnen, letztendlich immer erst am Monitor bewerten kann. Wenn ich die Bilder dann in groß sehe, mache ich mir einfach hier verschiedene Varianten. Und damit ich mein Licht nicht ganz umsonst mitgebracht habe, habe ich jetzt da hinten oben, ich hoffe ihr könnt das sehen, im Fahren etwas versteckt dahinter meine Videoleuchte positioniert. Die habe ich dort einfach reingelegt und sie scheint mir jetzt dann eben von unten nach oben den Baum ein bisschen an und beleuchtet mir von hinten noch zusätzlich den Farn. Damit hebe ich den Farn im Bild noch etwas stärker heraus und er wird noch ein bisschen besser zu einem Blickfang. In diesem Beispiel möchte ich euch jetzt zeigen, wie ein Bild wirken kann, wenn man sein Hauptmotiv zwischen zwei Unschärfepunkte positioniert. Ihr könnt hier sehen, diagonal, hier vorne habe ich meinen Vordergrund, das ist so ein abgestorbener Baumstumpf, und ich werde auf diesen Baum hier in der Mitte, also diesen umgefallenen hier, der schräg raufläuft, und auf den Baum hier werde ich meinen Fokus setzen. Ich habe eben dann meinen Verlauf im Bild unscharf, scharf und hinten wird es dann wieder unscharf. Und das kann man nicht nur in der Landschaftsfotografie einsetzen, sondern auch in der Porträtfotografie. Das heißt, in der Porträtfotografie könnt ihr dann euer Modell oder eure zu porträtierende Person in die Mitte stellen zwischen zwei interessante Punkte, und solche Aufnahmen wirken immer ganz, ganz gut, denn man hat einen schönen Schärfeverlauf, Vordergrund, Hintergrund, und bringt somit
eine schöne Tiefe ins Bild. Letztes Motiv für heute, wird aktuell noch von mir verdeckt, befindet sich hinter mir, aber das zeige ich euch gleich. Ich möchte an dieser Stelle alle diejenigen, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben, herzlich einladen, das zu tun. Würde mich sehr ehren, aktiviert auch unten die Glocke, dann werdet ihr auch in Zukunft kein Video mehr versäumen. So, aber jetzt hier, tata, der Star meiner letzten Bilder. Ihr könnt ihn wahrscheinlich nicht mal sehen, daher zeige ich ihn euch jetzt mal eben mit meiner kleinen Kamera. So, ich bin jetzt hier zuerst herumspaziert und was ihr hier sehen könnt, ist eben so ein ganz kleiner Baumschwamm, der sich hier auf diesem Baumstamm hier befindet. Der hat vielleicht einen Durchmesser, ja, was werden das sein? Das ist vielleicht ein Durchmesser von 1 cm. Und dieser kleine Pilz wächst hier so raus. Und wie ich zuerst hier herumgestreift bin und mir meine Motive ein bisschen gesucht habe, habe ich eben diesen kleinen Pilz entdeckt und mir gedacht, den hebe ich mir einfach für den Schluss auf. Und das mache ich jetzt auch. Das ist jetzt der Pilz von unten, also ich bin mit der Kamera etwas, ja ungefähr, ja, mit der Kamera selbst ungefähr 40 cm vom Pilz entfernt und mit dem Objektiv ungefähr 20 cm. Und eben von unten jetzt bei Gegenlicht, und jetzt kann ich natürlich hierher gehen und das Bild so machen, wäre nicht wahnsinnig spannend. Und jetzt, passt auf, jetzt bringe ich wieder mein Licht ins Spiel. Und jetzt seht euch an, was passiert. Ich bringe eine ganz andere Stimmung rein. Und wenn ich jetzt mein Licht hier in verschiedenen Richtungen positioniere, dann kann ich natürlich auch mit dem Schatten spielen. Ich kann den Pilz, jetzt ist er von oben beleuchtet, das gefällt mir nicht so gut. Ich kann ihn von der rechten Seite beleuchten. Ich kann ihn von unten beleuchten. Ich kann näher rangehen, dann wird die Lichtstärke oder der Leuchteffekt am Pilz natürlich größer und ich kann natürlich auch wieder weiter weggehen. Am besten gefällt es mir hier so von etwas links unter der Kamera. Das Gute ist, dass sich dieses Licht jetzt natürlich nur auf den Baumstumpf und auf den Pilz auswirkt. Denn der Hintergrund ist natürlich viel zu weit entfernt und somit hat dieses Licht auf den Hintergrund keinerlei Auswirkung. Ich werde das Bild jetzt so machen, dass ich den Hintergrund relativ abdunkle und das Licht, das ich dann haben will, auf dem Pilz und auf dem Baum lediglich von der Lampe bringen werde. Und so mache ich mir hier ein paar Fotografien und spiele mich einfach herum und freue mich, dass ich so ein wundervolles Hobby haben darf. Ja, das war jetzt also unser letztes Motiv für heute. Mich hat es wieder sehr gefreut, dass ihr zugesehen habt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und ja, schreibt fleißig in die Kommentare, teilt meine Videos, das erhöht meine Reichweite und empfehlt mich auch weiter bei Leuten, die Interesse an Fotografie und generell an allem, was ich hier so mache, habe. Und ja, dann werden wir mehr, die Community wächst, sehr schön. Verabschieden wollte ich mich noch. Bis zum nächsten Mal, alles Liebe, ciao.